Benzingeruch, rasante Kurven, Tempo. Go-Kart-Fahren ist der Sport für Adrenalin-Junkies. Mit bis zu 60 Stundenkilometern geht's über die Piste. Einige Sicherheitsvorkehrungen sollten daher vorher noch getroffen werden. Freizeitkleidung, ein Helm ist ganz wichtig, der muss schön verzurrt sein. Dann achten wir halt drauf bei Frauen oder Mädchen, die lange Haare haben, dass die unter die Sturmhaube sind, auch mit dem Zopf zusammengebunden sind. Schals müssen ausgezogen sein. Also Thema Sicherheit, oberste Priorität. Die Fahrer sind startklar, doch wie sieht's mit den Go-Karts aus? Leider gibt es hier in Rheinland-Pfalz noch keinen TÜV, der dafür zuständig ist, ob die Karts genügend Sicherheit bieten oder nicht. In vielen anderen Bundesländern soll es schon Pflicht sein. Und dennoch gibt es Kriterien, woran man erkennt, ob es sich um eine gute Go-Kart-Bahn handelt. Das erkennen Sie hauptsächlich daran, wenn Sie mal das Bahnpersonal beobachten. Wenn Kundschaft kommt, ob sie einfach in die Karts gesetzt werden und dürfen gleich losfahren. Oder ob sie hier bei uns eine Einweisung bekommen. Sie bekommen alles erklärt, ob Anfänger, ob erfahrener Kartfahrer. Jede Person bekommt eine komplette Einweisung hier bei uns. Bei allem Ehrgeiz, viele Unfälle können durch Fairness vermieden werden. Was Sie hier absolut nicht dürfen, Boxauto spielen. Das verwechseln viele. Das sollte man unterlassen, weil dies kann sehr gefährlich sein. Das Aufsichtspersonal überwacht das Einhalten der Regeln. Wer noch keinen Führerschein besitzt, kann hier auf einer Go-Kart-Bahn schon mal Fahrtwind schnuppern. Und wer weiß, wie es mit der Karriere weitergeht. Schließlich hat Michael Schumacher auch auf der Go-Kart-Bahn angefangen.